Hallo meine Lieben, ich bin Irina und endlich haben wir Samstag und Liebesbotschaft zum Wochenende. Dann mal schauen. Was kommt? Schatten, meine Lieben, die erste Karte zeigt uns, dass irgendwie kommt zum Seriöse. Dein Traum über irgendwie eine Person, ja, könnte eigentlich in Erfüllung gehen. Ich sehe hier auf jeden Fall Kommunikation zwischen euch. Ich sehe, das könnte auch ein Streit zwischen euch sein, ein Kampf und große Erwartungen, die sehr, sehr schnell, so wie aussieht, können auch auseinander euch bringen. Schaut mal, meine Lieben. Hier musst du, so wie aussieht, keine Forderungen zu einem Mann stellen. So wie aussieht, wenn du sagst, sind wir zusammen? Hier so zeigt Tarot mir irgendwie ein Gespräch zwischen euch. Da, wo du sagst, sind wir zusammen, sind wir nicht zusammen? Irgendwie kühle vorherige eurem, wie sagt man, Kommunikation, ja, und du sagst, fertig, ich will ehrliche Beziehung oder wir gehen auseinander. Wenn du so ein Ultimatum ihm stellst, das geht wirklich auseinander. Kommt drauf an, was er dir schuldet. Eigentlich niemandem etwas schuldet. Ich hoffe, du ihm auch nichts. Liebe kann man auch nichts erzwingen. Und so wie aussieht hier, eine Kommunikationsbedarf. Zu wenig redet miteinander. Vielleicht, weil ihr zu weit auseinander sind. Das heißt, oder Wochenendbeziehung oder ihr pendelt so. Mal er zu dir, mal du zu ihm. Auf eine Distanz. Beziehung auf eine Distanz funktioniert leider wirklich sehr selten, nur wenn da gibt es noch außer Liebe oder keine Liebe, nur irgendwie welche finanzielle oder berufliche Sachen eingewickelt. Aber sonst, wenn nur Liebe da ist, früher oder später, das führt zu einem Schluss, meine Lieben. Jetzt noch, was wird noch zwischen euch passieren? Wie endet das wirklich? Aha, meine Lieben, kann sein, dass du, wenn du, schaut mal, meine Lieben, wenn du das alles locker nimmst, wird nichts passieren. So wie aussieht, diese Wochenende ist nicht so gut zum Forderungen stellen, zum irgendwie oder ja oder nein. Aber ich verstehe euch sehr, sehr gut, weil oft Frauen denken, sind wir zusammen, sind wir nicht zusammen, geht wann will, kommt wann er will, passt nicht. Das heißt, ist nicht dein passender Partner. Hier hängt alles natürlich von dir ab. Wenn du willst, immer diese Erwartungen, dass er was tut für dich oder dass er macht was für dich, dass er mit dir was unternimmt oder sagt was oder noch was. Ganz ehrlich, die besten Jahre gehen vorbei, egal wie alt du bist. Und ich sehe, meine Lieben, hängt alles in deiner Hand. Du kannst sogar bessere Beziehungen haben. Du kannst haben. Locker lassen, ausgehen. Ich sehe hier auf jeden Fall spontane Treffen mit jemandem, weil sonst bleibst du mit gebrochenem Herz an diesem Wochenende. Leider muss ich das sagen. Zum Unterstützen holen wir Engelbotschaften, die Seelenbotschaften. So, die eine streckt schon raus. Sieh es nicht so eng. Genau, schau das nicht. Locker lassen, dann ist das nicht dein Mann. Wenn er dich immer
alleine lässt, dass du hier alleine bleibst und so weiter, oder verspricht und kommt nicht. Versteht ihr, meine Lieben? Ich hoffe, ich habe klar ausgedrückt. Viel zu schnell nehmen wir etwas persönlich, doch oft ist es gar nicht so gemeint. Bleibe gelassen und fröhlich. So Kartenaussagen. Dann wirst du die beste Partie einziehen, meine Lieben. Ich finde, hier ist eine sehr, sehr gute Perspektive zu diesem Wochenende. Ganz ehrlich, spuck drauf und geh aus. Wenn er nicht bei dir ist, wenn er nichts in Bewegung setzt, wenn ihr nicht zusammen nach gewisser Zeit immer noch nicht, immer bist du im Ungewissen, lass ihn doch sterben. Ich wünsche euch, meine Lieben, einen wunderschönen Tag, alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben.